Hallo Klickenabendler, wir sind auf der Nürnberger Spielwarenmesse und zwar bei Abacus Spiele, deswegen ist der Matthias neben mir. Hi. Hallo Andreas. Ihr habt auch wieder Neuheiten von klein bis zu groß, von der Schachtelgröße zumindest? Von der Schachtelgröße und von den Spielern auch. Vielleicht nicht ganz so groß, weil wir ja Familienspiele machen, also die Großen sollen mitspielen, aber ab 7 ist dann die Altersangabe für die große Neuheit, ja. Und dieses Jahr führt ihr uns mal wieder zurück ins Disco-Zeitalter so ein bisschen? Genau, ja. Ins Kakerlaken-Disco-Zeitalter mit Partybugs. Hat eine ganz lustige Story. Wir haben die Kakerlaken feiern eine riesen Kostümfete bei den Spielern im Haus. Das will man nicht unbedingt, ja. Das heißt, man muss versuchen, die Viecher loszuwerden und das ist das Thema des Spiels. Okay. Und ich sehe aber hier keine Klatschen oder Schuhe, mit denen ich sie kaputt mache. Das ist ganz friedlich. Also es ist so, man kann sie nicht ganz unbedingt vertreiben. Es ist so, man versucht, die mit den wenigsten Minuspunkten zu sammeln. Man wird welche kriegen. Also am Ende wird dann der Spieler gewinnen, der eben die wenigsten Minuspunkte hat. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, dass welche ganz nach Hause gehen. Erkläre ich gleich. Ich glaube, sie haben so ein Modebewusstsein, das hat damit zu tun. Genau, ja. Also Kostümfest, wer weiß es, das Schlimmste ist, wenn einer mit der gleichen Kostümierung auftaucht. Sprich, wenn man dann es schafft, welche zu bekommen, die das gleiche Kostüm anhaben, dann gehen die nach Hause und bringen eben keine Minuspunkte. Ja. Okay, wie funktioniert das Spiel? Ja, es ist ein ganz einfaches Spielprinzip. Jeder hat einen Satz von diesen Karten. Die kommen alle in verschiedenen Kostümen und haben die Minuspunkten, also die Werte von 1 bis 13. Jeder mischt seinen Satz Karten und die oberste Karte geht schon mal hier hin an die Disco-Kugel. Das sind die Karten, um die wir jede Runde spielen. Ja. Zusätzlich hat man 3 Karten in der Hand, wählt eine davon aus und wir spielen alle verdeckt gleichzeitig eine Karte aus. Die legen wir also ein bisschen getrennt davon hin, drehen dann um. Und wir nehmen jetzt mal nicht die 13 als schlechtes Beispiel. Und wer die niedrigste Karte gespielt hat, der nimmt sich zuerst eine weg. Generell gilt, man möchte natürlich die mit den niedrigen Werten haben. Sagen wir mal, der Spieler hier mit der 8 hat die niedrigste gespielt, der bekommt die 2. Die geht dann in den Siegpunktestapel, also in den negativen Siegpunktestapel. Dann bist du dran. Und ich muss natürlich die 10 nehmen, ja. Die Karten, die wir gespielt haben eben, die wandern dann in die Mitte, an die Disco-Kugel und um die geht es jetzt nächste Runde. Wir ziehen wieder auf 3 Karten auf und jetzt ist es ja generell so, dass man die niedrigste Karte will, habe ich schon gesagt, aber, ich habe jetzt hier eine 10 gesammelt und eine 10 liegt in der Mitte. Die anderen Spieler haben jetzt vielleicht nicht so die Interessen dran an der 10. Das heißt, möglicherweise sage ich, ich muss jetzt nicht unbedingt eine niedrige Karte spielen, um früh dran zu sein, sondern spiele vielleicht eine mittlere oder hohe Karte, die ich habe, um die loszuwerden, weil irgendwann muss ich jede Zahl mal spielen, damit ich dann möglicherweise die 10 nehmen kann und die haben das gleiche Kostüm an, also zweimal Robin Hood geht nach Hause und damit kriege ich eben meine Minuspunkte auch los. Es gibt noch eine weitere Besonderheit, das ist der Elvis. Auch den muss man irgendwann mal spielen. Der Elvis, der muss alle Karten nehmen, die in der Mitte liegen. Also die anderen Spieler kommen dann davon, diese Runde. Sprich, wenn ich den Elvis spiele, dann sammle ich alles ein. Was in dem Fall jetzt nicht so schlimm ist, weil die 2 Zehner würden gleich nach Hause gehen. Aber ich muss halt schauen, wann spiele ich ihn. Ja. Es gibt auch noch eine Tiebreaker-Regelung, eine interessante, und da muss man auch gut timen, wann man das spielt. Ja. Genau. Das sind dann alle Regeln des Spiels wahrscheinlich. Das sind fast alle Regeln des Spiels. Wie gesagt, die Tiebreaker-Regelung gibt es noch. Da hat der Startspieler sozusagen öfter mal einen Vorteil, bei der 13 nicht. Und es gibt noch eine letzte Runde, wenn alle Spieler keine Karten mehr in der Hand haben, dann sind immer noch Karten in der Mitte. Dann wird nochmal gegen den Uhrzeigersinn werden dann Karten genommen. Da sieht der Startspieler meistens auch nicht
so gut aus, es sei denn, er hat sich clever angestellt. Okay, und wen haben wir die süßen Illustrationen hier von Elvis Presley oder Lea Organa zu verdanken? Das ist der Michael Menzel, der sich dafür verantwortlich zeichnet. Und sich austoben durfte. Genau, ja, genau. Der durfte sich austoben. Er hat viel Spaß dran gehabt, hat er mir gesagt. Und wir haben ihn einfach machen lassen. Also es ist einfach super, was dabei rausgekommen ist. Super. Wann kommt das Spiel auf den Markt? April. Also ist jetzt noch nicht ganz fertig. Wir werden noch alles überarbeiten, alles vom Material her gut hinkriegen, dass wir diese Disco-Kugel auch schön mit reinbringen. Und dann im April gibt es das Spiel zu kaufen. Okay.